Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge des Politik-Tycoons mit der KPD. Und ihr seht leicht anderes Design hier. Ich habe nämlich das Grafik-Update, bin ich momentan ein bisschen am Updaten. Inzwischen habe ich mir auch dazu entschieden, hier endlich den weißen Hintergrund komplett zu haben. Da werde ich auch nochmal dran arbeiten, aber egal. Jedenfalls habe ich mich dazu entschieden, das hier etwas minimalistischer zu gestalten und habe bisher noch ganz minimale andere Änderungen vorgenommen. Also ansonsten sollte man noch keine Änderung sehen, außer die hier. Werde ich gleich auch erläutern. Jedenfalls, ja, noch keine so großen Änderungen, aber so ein paar kleine gibt es schon, deswegen nicht wundern. Bald ist das Grafik-Update komplett. Auch hier unten nehme ich dann mit den Symbolen hier. Genau. Dann habt ihr gerade schon die kleine Änderung gesehen. Ich habe mir nämlich gedacht, ich habe keinen Bock mehr auf diese gesichtslosen Menschen, deswegen haben wir jetzt, die männlichen ersetzten durch Captain Peacock aus der britischen Serie Are You Being Served und die Frauen aus, ne? Durch Hyacinth Bouquet aus Keeping Up Appearances, also zwei sehr gute alte britische Serien. Und somit, ja, haben wir da jetzt ein paar von diesen Leutchen da rumlaufen, sagen wir es mal so. Genau. Ja, Frau Phoenix existiert da noch, sehr schön. Die Hortzentrumspartei, warum nicht? So, jedenfalls haben wir die Bürgerschaftswahlen in Hamburg und die Landtagswahlen in Hessen. Und jetzt müssen wir uns auch nicht mehr schlecht fühlen, wenn wir solche Typen hier haben, die niemand kennt. Weil wir das kompensieren können quasi. So, das ist auch neu. Das ist auch ein bisschen minimalistischer alles gehalten. Ich persönlich mag ja sehr den minimalistischen Stil. Deswegen, nee. Deswegen, ja. Das halt alles so. Naja. Okay, also es wurde abgelehnt, ist ja klar. So. Man sieht gleich bei der Wahl auch das schon was anderes. So, hier, so sieht das vorher aus. Das ist ja leider ein bisschen verschoben. Das muss leider hier so. Ich spiele leider kaputt. Als ein bisschen sehr rechts. Weil anscheinend die Grafik ein bisschen nach rechts verschoben ist, aber ist mir egal. Ich finde, das sieht auch so schön aus. Und es ist so schön minimalistisch, wie ich finde. Wer nur bestimmte Grafiken auf meinem Grafik updaten möchte, der muss ja auch nicht alle reinkopieren. Also wenn euch zum Beispiel das hier speziell nicht gefällt, dann müsstet ihr ja nur den Rest rein. Sobald das Grafik update dann komplett fertig ist, werde ich es dann auch zur Verfügung stellen. Boah, jetzt habe ich endlich keine gesichtslosen Menschen mehr. Ist das nicht toll? Ja, fast 30.000 Mitglieder, das ist gerade alles, sieht alles sehr ungewohnt aus, muss ich ehrlich sagen, aber das wird schon so. Ja, dann mache ich mal wieder. Aber wir haben mal gut Geld noch hier. Geld haben wir wieder auf dem Sparbuch. Ja. Wir haben einen ganz guten Sparbuchzins. 0,37 ist schlecht. Es ist halt echt, alles über 0,1 ist schon gut. Wir haben echt Glück momentan. Schöner Staatsbonus, 1,5 Millionen auch noch. Respekt. So, kann ich direkt alles in Berlin einsetzen. Berlin haben wir momentan niemanden, ne? Nee. Hier sind noch beliebten. Alan, ja. Ja, Margot Windu. In 17, 26 Wochen Berlin. Die soll auch schön die Absolute holen, wenn ich mal ehrlich bin. So, und da können wir auch Fernseher machen. Das ist der Stadtstaat. Da müssen wir uns das jetzt mal leisten und vielleicht schauen wir jetzt auch noch die 12 Wochen in Hessen. Ja. Ach, haben wir schön. Sehr schön. Habe ich gerade nicht gesehen. Tut mir leid. Aber jetzt erstmal Hamburg und ich erwarte natürlich die absolute Mehrheit. Alles andere ist völlig inakzeptabel. Ja. Ja, 45,03, das ist plus 24,27. Das ist, sollte die absolute sein. Partei kommt knapp noch rein, die Union fliegt zum Beispiel selbst raus, also das sieht sehr schön aus. Ab, das ist die absolute, wir haben die absolute in Hamburg. Ariane Meise wird, ja, Bürgermeisterin.
Genau. Und in Hessen auch Vorsicht plus 10,62%. Ganz so der durchschlagende Erfolg, also kein absoluter, aber immer noch ein sehr erfreuliches Ergebnis. Das Wichtige ist halt, dass wir im Bund unsere Ergebnisse hier, ne, hinkriegen. Da sollten wir bald die nächste Bundestagswahl haben, in nächste Folge wahrscheinlich, vielleicht übernächste Folge werden wir sehen, indem wir schnell wieder durchkommen. Ach, hab ich gar nicht geguckt. Ist ja egal. Tja, ganz ehrlich, wir machen uns so genug Geld. Also, wir sind da ein bisschen dekadent gerade, ja. Ich habe Angst, den Beitrag zu erhöhen, aber wir kriegen halt auch nicht mehr Mitglieder dazu, also können wir es eigentlich auch nicht erhöhen. Naja. Müssen halt endlich hier auf irgendeinem Gebiet hier irgendwie ganz besonders gut sein. Ist auch egal, welches das ist. Momentan haben wir da noch nichts, was uns dort machen lässt. Landtagswahl in Hessen in 4 Wochen. Thema, zwei neue. Pensionen, die werden erhöht, ist ja klar. Ökosteuer auch erhöhen, aber warum wir halt Politiker in diese Richtung gehen? Erstens sozial und ökologisch. Hochbrons. Kommen Sie rein. Vielleicht sind vor allem auch noch so beliebt dazu. Och, damit können wir nämlich auch unser Profil immer ein bisschen stärken. Dann nehmen wir hier lieber die Frau Hochbrons. 5, 14 Wochen, das fällt jetzt nämlich gar nicht mehr auf, dass sie alle kein Porträt haben. So, dann haben wir jetzt die Landtagswahlen in Hessen. Ich weiß nicht, ob man das gerade gesehen hat. Das ist eine ganz minimale Änderung, die ich bei den Wahlergebnissen habe. Ich weiß nicht, ob euch das überhaupt aufgefallen ist. 30,69% hier. Ich habe da jetzt aufgeschlüsselte Wahlergebnisse und in der schöneren Schrift hingeschrieben. Habe ich gerade ganz vergessen zu zeigen. Jedenfalls finde ich das so deutlich schöner. Da könnte man natürlich auch einen anderen Text hinschreiben, aber ich finde aufgeschlüsselte Wahlergebnisse eigentlich ganz nett. Ja. Na dann weiter. So, Spendenangebot, Wahlpflicht und alles. Einen Moment. So, da musste ich doch glatt kurz unterbrechen, das ist ja schlimm. So, Gerda Hochbrons tritt hier in Berlin an. Dann kann ich mich jetzt nämlich hier auch endlich fokussieren. Und wir haben hier ganz viele Häkchen, die wir setzen können, theoretisch. Ich nehme das Video gerade um etwa 1:30 Uhr in der Nacht dieses Mal an. Kein Kommentar dazu, ne? Aber zu dieser Zeit, da kann man gut arbeiten. KPD, SPD und Linke, das ist so eine schöne Koalition. Das ist die Rotfront, das ist so die rot-rot-rote Koalition quasi. Und ja, das muss man nicht kommentieren. Ist ja bloß so, dass wir einen Bundeskanzler stellen, aber naja. Können wir die Ökosteuer auf 18 Cent oder sowas erhöhen? Ne, wir warten, bis wir, ne? Wir warten, bis wir gut dabei sind, ja. Im Bundestag. Bis wir da die absolute haben und dann passt das. So, wann ist eigentlich Bundestagswahl jetzt? Also in genau 54 Wochen. Da kann man doch schon mal Flyer verteilen für 54 Wochen. Natürlich jetzt noch bei weitem nicht, aber ein bisschen Abisal kann man da auch mal machen, so vorhin zum Beispiel. Bisschen mal uns hier in ganz Deutschland wieder profilieren. Ausgaben für Forschung sollen wir erhöhen. Wir haben kein Geld, ne? Aber wir müssen was halt tun. Außenminister der Arbeit macht gute Arbeit hier, der Herr Lederer. So, hier Joachim Tramlin kann da gerne mal was ändern. So, 93197-17001. 1 Euro gibt es mehr für die Forschung, ja? Wie wär's damit? Gar nicht geschaut, ob das in der Zeit passt, aber das ist. Spende 15 Wochen, da sollte das klappen auf jeden Fall. So, 27,52%. Auch hier wären wir auf Platz 1 katapultiert mit 8,91% plus, was ziemlich gut ist. Die Piraten werden fast eingezogen, das muss sehr deprimierend sein. Die Union fliegt mal wieder raus. Die FDP fliegt raus und die Freien Wähler kommen erst gar nicht rein. Ja. Alles sehr interessant. So, plus 20 Sitze, das heißt, es könnte auch theoretisch ohne uns regiert werden. Mal sehen, was kommt. Aber ich denke, dass hier so eine rot-rote Koalition noch am realistischsten ist. Festgeld fällig. 3,6% ist jetzt nicht so das. Das hatten wir vorher auch, also machen wir mal wieder ein Jahr, denke ich. Aber dafür 3 Millionen. Mal was ganz Neues, mal 1 Million mehr. Ja, ein Jahr bitte dann. Oh. Gut, wir haben MacPom, da nehmen wir dann Matthias Brotkorb.
21 Wochen, das heißt, wir hätten beim letzten Mal auch schon gekonnt. Das heißt, wir haben 4 Wochen wieder mal verstreichen lassen. Wir können ja überall sowieso in den Kalendern immer schon vorgucken, aber das mag ich ja gar nicht. Also, wenn schon, sollten wir Fernwahlkampf machen und nicht das ganze Jahr über. Habe ich ja früher schon mal gemacht, aber sollte man nur in Ausnahmefällen machen. Alles natürlich, dass ihr die Linke nicht den Ministerpräsidenten stellt. KPD, Grüne, SPD ist auch gut. Aber in dem Fall ist ja natürlich der regierende Bürgermeister in Berlin. Gerda Hochbrons. In dem Fall eine regierende Bürgermeisterin. Der Gebühr, neues Thema. Der Vaterland ist erloscht, okay. Hat schon kurz Angst, dass das hier unsere Forscherspende ist. Wir sind halt zu mittig. Und mittig, da kriegt man hier nicht diese ganzen Boni aus. Beispielsweise ökologisch ist im Trend oder sowas. Na? So, Landtag Mecklenburg, Vorpommern in 17 Wochen, ich muss doch durchkommen. Es sieht gut aus, sagen wir mal so. Also die Wahrscheinlichkeit spricht klar für uns. Perfekt, ist durch. 156 Stimmen. Vielleicht kommt da noch was dazu. Und die einigen anderen noch relativ wahrscheinlich, aber gut, da haben wir jetzt wohl gerade Glück gehabt, so ungefähr. Ah ne, die FDP war auch noch mit. Sehr schön. So, und da kriegen wir 2 Millionen. Das ist natürlich besonders erfreulich. Da können wir jetzt nämlich hier in Deutschland mal uns ein bisschen austoben, sag ich mal. 40. Was machen wir nicht für einen Luxus? Was leben wir hier nicht in einem Luxus? Uns das einfach so leisten können. Neues Thema und eine Wahlkampfpauschale, natürlich. Guido Wolf, Gerald Schreinder. Was ist das denn? Das Skandal, wir verlieren doch nicht. Wir verlieren doch jetzt nicht mehr. Also das haben wir doch jetzt hinter uns, diese Phase. Wir sind reich, wir sind fucking reich. Verlieren doch jetzt nichts mehr. Wir sind so reich, dass wir jetzt bei allen Parteien gerade spionieren, nur damit wir noch dazu gewinnen. Wir brauchen aber zumindest nichts verlieren. Immerhin bleiben wir voraussichtlich nur auf Platz 1, aber das ist ja trotzdem ein Skandal. Kann ja nicht sein, dass wir hier was verlieren sollen. Das wäre ja. Oh, da war eigentlich nicht. Die Partei ist mit 95 gestorben. Kein Kommentar. So, Horst Seehofer soll natürlich unser Bundeskanzler bleiben. Horst Seehofer. Ihr habt richtig gehört. Horst Seehofer. Von der KPD. So. Oh, 30,92%. Damit bin ich zufrieden, durchaus. Nur 6,83%, sehr schön. Hat das Pionieren bestimmt was gebracht. So, glaube ich, niemand rausgeflogen, aber auch niemand reingekommen. Das heißt, es same as every year, so ungefähr. Könnte eine Regierung unter linker Führung sein. Anna Gemies, Peter Gisela sind zwei Spät noch. Was machen wir denn? Peter. Schienenfritz. Ich habe da gerade ein anderes Wort gelesen, was auch als Beleidigung für das hat eine längere Zeit, deswegen nehme ich das. Was als Beleidigung für Friedel Merz benutzt wird. Mit einem F vorne dran. Hab ich gerade gedacht, hä? Das ist auch ein bisschen Dings da. Und vor allem ist das ja auch jetzt noch nicht zu der Zeit, als das Spiel hier rauskam. Irgendwie. Thing gewesen, ein Ding gewesen. Sprich, war ich gerade ein bisschen verwirrt, aber war alles ganz jugendfrei doch. So. Linke, SPD, AfD, Freie Wähler, es war eine Nuller Wahrscheinlichkeit, aber klar, um uns wird rum regiert. Der arme Herr Brotkorb. Der arme Herr Brotkorb. Müssen wir den jetzt woanders gleich Ministerpräsident machen? Oder Minister, der wird Minister stattdessen. Er wechselt in den Bund. Ein Spendenangebot, Rentenversicherung senken. Den einen Vorschlag hätten wir gar nicht durchgekriegt. So, in Nordrhein-Westfalen, Annette Groth, 9, 26 Wochen. So, bis Radio können wir in NRW zumindest, denke ich, gehen. War gute Aufwendung unseres ganzen Budgets, aber wir können da hingehen. Wir sollten ja 2 Millionen kriegen. Ich habe da gar nicht gerade geguckt, ob wir was spenden sollten, aber mir egal. Wir gehen jetzt auf Risiko. Die Freien Wähler, nein. Nicht die AfD noch, nein. Nicht die Union, nein. Ein. Ah, die Partei. Jetzt noch die FDP dafür? Scheiße. Boah. Das war jetzt aber ja aufregend. Schlimm.
Respekt bekommt ein Amt, weil Elisabeth Winkelmeier-Becker von den Freien Wählern mit 101 gestorben ist. Frau Winkelmeier-Becker, mein Respekt. Das muss man erstmal schaffen. Das Thema, ja, Gebäude fertig. An Werbebüro natürlich. 1,05 sollen wir verlieren, das glaube ich eher weniger. Wochen. Oh, 4. Wir können jetzt was vom Sparbuch holen, aber irgendwie zu faul für. Man sollte niemals zu faul bei einer Bundestagswahl sein. Wir gehen jetzt ins Dispo. In Thüringen machen wir auch noch. Komm, dann nehmen wir jetzt Kunstrotter. 23 Wohnen. Mal sehen, was wir da machen können, ohne dass wir was vom Konto holen. Auch nicht viel. Und da Dispo-Limit ist ganz schön groß. Ja, 3,5 Millionen, aber warum nicht? Kriegen sie ja jetzt auch bei der Bundestagswahl hoffentlich alles wieder rein. Und vielleicht sogar noch mehr. 40, oh, das tut weh, das tut weh. 0,47% auch noch verloren. Das ist, dabei sind wir doch im Bund so erfolgreich. Das ist ja schlimm. In ganzen Ländern immer so erfolgreich und hier nicht. Immerhin fliegt die NPD raus. Ja, und ohne uns kann nicht regiert werden. Ich hab grad einfach Bock, Wahlkampfforscher und. Ah ja, wir machen aber in der nächsten Folge weiter und dann sehen wir auch, ob das Spiel dann abstürzt. So, bis zum nächsten Mal und tschüss.